Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Child of Light. So, wir müssen noch eine Spinne umhauen. Autsch. Da habe ich Glück gehabt, dass... Wo ist dieses kleine Schwein? Geh weg da. Na? So. Ups, Mist. Ich lasse mich auch jedes Mal von diesem Glutvieh-Dingern da treffen. Ja, was ich sagen wollte, wir müssen noch eine von diesen Spinnen töten, wenn mir recht ist. Ups. Wo ist das Zeug hin? Wo ist die Glühwürmchen-Energie? Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass ich... Ups. Wollen wir uns das schnell? Bekenntnis Nummer 9. So, das müsste dieses hier sein. Wenn ihr das lesen möchtet, bitte kurz pausieren. Und wir machen in der Zeit weiter. So, ja, wo ist... Ich muss erstmal das Ding da. Verteidigungssternstaub. Am besten geben wir das gerade kurz der Rubella. Denn, ja, die soll ja möglichst lange überleben, damit sie die ganzen anderen heilen kann. So. Nochmal ein paar Smaragde. Hier ist wieder so eine Tür. Warten wir aber noch kurz. Ich möchte erst kurz hier in die Höhle runtergehen und schauen, was sich hier befindet. Ich habe keine Kontrolle über die Steuerung mehr. Die Kammer, wir müssen hinein. Aurora, nein. Bitte helf mir, der Kammerzauber zu brechen. Oh, und das alles für ein Karriereversprechen? Nein, ja, meine Zukunft hängt davon ab. Du lügst. Ihr wollt die Wahrheit, ich tue es nur für Margaret. Ihr Anblick ist einfach unvergleichlich. Das Haar und die Locken, sie wallen reichlich. Ihre Augen glänzen und ihre Fältchen sind göttlich. Ob seidiges Fell oder die niedliche Pfote, wohin man auch geht. Kein Wolf ist so toll wie Margaret. Erobern wir die Kammer zurück. Ernte ich Ruhm und Glück. Eine Beförderung wird man mir gewähren. Und Margaret mich ein Leben lang verehren. Ja, hoffen wir mal für dich. Ob du da die Margaret beeindrucken kannst. Zu meinem und Margarets Glücke. Zerlege ich der Kammer-Kombination in Stücke. Oh, das sieht aus nach einem Bosskampf. Robert hat die Gruppe verlassen. Oh, die Sau, ey. Robert in Not? Was ist das? Eine neue Quest hier. Rubella in Not, Robert in Not. Hilf Robert zu öffnen der Kammer mächtige Tür. Der Schatz der Bulmus winkt euch dafür. Schön. Willst du nicht mitkommen? Ich kann sie nicht bestimmen, die Kombination. Hier zu warten und zu leiden ist mein bitter Lohn. Der Mechanismus erscheint mir alt, Genossen. Das ist Ramberts Lager aus Lemurias Anfangstagen. Gib mir eine Minute Zeit, denn es ist fest verschlossen. Bei Rambert, du findest die verlorene Kombination, würde ich sagen. Ja. Schön. Okay, was haben wir denn? Wir haben einmal einen Doppelkreis und zweimal einen durchgestrichener Kreis. Ein doppelt durchgestrichener Kreis. Und hier haben wir einmal zweimal ein einfach durchgestrichener Kreis und einmal einen Doppelkreis. Okay, was passiert hier? Ah, okay. So, das macht die linken beiden, verändert das. So, jetzt haben wir das erstmal richtig. Versuchen wir erstmal, das müsste die rechten beiden verändern, genau. Gibt es hier eine bestimmte Reihenfolge? Okay, gut, das war's auch schon. So wie es ausschaut. Oder noch nicht? Müssen wir die gleichzeitig erleuchten? Es scheint so, geschafft. Die Tür steht offen. Gar nicht schlecht für eine Nadel.
zuge ihm doch nun schnell hinein, mein Held, ohne Fehl und Tadel. Der Populi-Schatz ist zurückgewonnen. Jetzt wird Margarets Herz im Sturm genommen. Auf, dass der Rubel wieder rollt. Oh, sieh nur all das Gold. Ich nicht hole es, lass ab, das ist nicht unser Sold. Schade. Okay, Robert ist wieder dabei. Schön. Das war ja relativ einfach. So. Können wir alle öffnen? Na gut, wir machen erstmal... Ah ne, das geht wieder... Da gehen wir wieder zurück. Das will ich natürlich noch nicht. Jetzt müssen wir natürlich erstmal die ganzen Kisten looten. Ungeschliffener Rubin. Turmalin. Und 2x4 Nektar. So. Aber deswegen sind wir eigentlich gar nicht hergekommen. Und hier gibt es, glaube ich, auch nichts mehr. Sehr gut. Dann zurück. Wir wollten eigentlich die letzte Spinne töten. So. Na komm. Hier raus, bitte. Moment mal. Vielleicht erstmal hier unten nachgucken. Sieh auch, die Spinne webt ihr Netz. Na gut, dann töten wir sie jetzt. Ja, auf zum Kampf. Das lasse ich mir doch nicht zweimal sagen. So, wir haben wieder Robert und Rubella. Müssen wir mal schauen. Pfeilregen können wir alle unterbrechen. Das wäre natürlich klasse. Und überrumpeln. Machen wir auch auf alle. So, das müsste jetzt erstmal alle unterbrechen. Sehr schön. Und komm, Robert, gib ihnen Saures, die Schweine. 85 auf alle. Ja, den einen können wir wahrscheinlich noch aufhalten, aber das war's dann auch schon. So, müssen wir mal schauen. Die obere Spinne kommt noch zuerst dran. Wir probieren es mal. Vielleicht geht sie auf Rubella. Tut sie natürlich nicht. Die blöde Sau. So. Okay. Dann bitte alle überrumpeln. Und wir verlangsamen die hier mal. So, die kriegt mal 66 Schaden für alle. Oh je. Sind alle super langsam gerade. Das ist natürlich schlecht. Na komm. Ach Mist. Ausgewichen, sehr schön, Robert. Hast du gut gemacht. Man muss die Leute auch mal loben, ne? So, hier erstmal ein bisschen Energie. Das Problem ist, sie sind wahrscheinlich zu langsam für einen Pfeilregen. Was natürlich sehr schade ist. Ich versuche erstmal die hier zu unterbrechen. Und du überrumpelst mal bitte alle. Vielleicht klappt das ja. Okay, das hat... Mist! Natürlich geht er auf Rubella. Schweinehund. So, wir müssen gleich mal entweder die Leute auswechseln. Okay, Rubella ist dran. Soll ich einen Greedy... Ups, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte alle... Wir spielen jetzt ein bisschen Greedy hier. Einfach AOE drauf. Klappt schon. Funktioniert immer in solchen Rollenspielen. Okay, nee, jetzt sind wir wahrscheinlich. Jetzt stirbt einer oder sogar vielleicht beide. Ja, ich würde sagen, wir tauschen dich mal aus mit. Weiß ich nicht, Finn. Ja, komm, wir nehmen Finn mit rein. Mal gucken, ob der gute Finn hier irgendwas machen kann. Ja, probier den aber noch zu unterbrechen. Ja, klappt leider nicht. Und Rubella ist gestorben. Mist, ausgewichen. Ah. Wir müssen dringend hier Rubella auswechseln. Dann nehmen wir die Nora mit rein. Ha. Versteinern alle, es dauert sehr lange.
Das schaffen wir wahrscheinlich gar nicht. Beschleunigen. Können wir sonst noch versteinern? Das dauert alles sehr lange. Das gefällt mir nicht. Na gut, dann versteinern wir mal den da oben. Das reicht von der Zeit. 87, boah, die leben ja immer noch alle. Das gibt's doch nicht. Na komm. Ja, der wird uns wahrscheinlich jetzt wieder unterbrechen. Falls er versteinert, muss ich gerade mal gucken. Ich wollte eigentlich alle einlullen. Okay, er geht auf hin. Das ist nicht schlecht. So, wir müssen jetzt mal ein Monsun vielleicht auf alle. Vielleicht reicht das. Komm, drück ihn den Monsun rein. 14, was? Wie schlecht war das denn? Oh mein Gott. Monsun, es taugt überhaupt nichts gegen die. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen irgendwie heilen. Wo sind denn unsere Tränke? Heiltonikum. Ja. Geht nicht anders. Mist, unterbrochen. Na gut, klappt sowieso nicht. Spielt also gar keine Rolle. So, Finn ist relativ nutzlos hier. Blitzschlag. Also Wasserschaden bringt irgendwie nichts gegen die. Oder vielleicht generell Magie, das ist auch möglich. Wir probieren es mal mit einem Lauffeuer. Auf den da. Mal gucken, ob sich das noch ausgeht. Das wird knapp. So, probier du bitte nochmal ein Heil-Tonikum auf den Finn zu machen. 50, huiui. Ja, da wurde er wieder unterbrochen. Leider. So, Lauffeuer auf den da unten. Und du machst mal bitte Versteinern auf alle. So, das müsste es doch jetzt mittlerweile langsam gewesen sein für den da. 14 auch nur wieder. Das gibt's doch nicht. So, da kommen wenigstens alle in die Vorbereitungszeit rein. Okay, zwei sind schon mal tot. Das ist endlich mal eine erfreuliche Nachricht. So, auswechseln. Ich glaube, ich nehme die Aurora mit rein, weil die hat wenigstens noch ein bisschen AP für den nächsten Kampf. So, der wird wahrscheinlich auch bald tot sein. Jawohl. Sehr gut. Und Level-Ups. Wie immer, wir haben fast immer ein Level-Up irgendwie nach jedem Kampf. So, ein Fertigkeitspunkt für Nora. Also sammeln echt alle Level-Up. Turmalin nochmal. So, das müsste jetzt eigentlich das dritte und letzte Netz gewesen sein. Jetzt können wir da wahrscheinlich da hinten hingehen. Zu diesem Herzen. Das Herz des Berges schlägt laut und klar. Aber die letzte Spinne ist ganz nah. Wie die letzte Spinne? Es gibt noch eine Spinne. Ich denke, das mit den Spinnen haben wir jetzt hinter uns. Was ist das hier? Ups, Mist. Da geht's hier doch rein. Hey! Was ist denn los? Oh, 6 habe hier halt das Glühwürmchen. Ich frage mich, wovon das abhängig ist. Wahrscheinlich vom Level von Aurora. So, können wir hier nicht rein? Das gibt's doch nicht. Sehr merkwürdig. Das sieht echt so aus, als könnte man da reingehen. So. Wow, das hätte mich fast wieder erwischt. Bevor wir jetzt aber da zu diesem Herz gehen, will ich eigentlich noch hier durch diese Tür gehen. Mal schauen, was wir hier drin noch finden.
So. Ist ein bisschen dunkel hier drin. Erstmal looten. Glühwürmchen liegt hier, super. Ich frage mich, ob wir das irgendwann jemals brauchen werden. Weil das Problem ist... Autsch. Okay, das ist Lava, da darf ich nicht reinfliegen. Das Problem ist, dass wir einfach einen Zug wahrscheinlich verbrauchen müssen, um das Glühwürmchen-Energie zu trinken. Und einen ganzen Zug, damit können wir ganz viele andere tolle Sachen herstellen, anstellen. Ach Mist. Ich soll nicht mehr hier in die Lava rein fliegen. So, aufpassen. Aha. Nochmal eine Kiste. Ein Lull-Elixier. Wir haben das ganze Zeug wenigstens auch hier im normalen Bildschirm verwenden könnte. So, wir verteilen mal noch kurz die Level-Ups. Sternlicht alle, jawohl. Nehmen wir. So, dann hier. Gehen wir hier oben weiter. Taugt das noch was? MP-Aufwertung. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Was haben wir hier? Blitzschlag. Lauffeuer. Alle. Hm. Also wir haben entweder Blitzschlag auf alle. Feuer. Ich glaube, wir nehmen Blitz. Ich habe das Gefühl, es gibt relativ viele feuerresistente Kreaturen. Und da bringt Feuer rein gar nichts. So, dann... Hier weiter. Robert hatte, glaube ich, als einziger kein Level Up. Was ich eigentlich gucken wollte, ist, ob man irgendwelche Tränke auch hier verwenden kann. Irgendwie nicht. Die schon. Aber das ganze Glühwürmchen-Elixier-Zeug ist Wiederbelebung. Das kann man hier nicht verwenden. Okay. Naja. Ein Versuch war es wert. So, Mist. Ach. Gibt's doch nicht. So, was ist hier drin schon? Müssen wir mal schauen. Vielleicht auf der linken Seite ist noch was. Könnte sein. Hier oben vielleicht? Nee. Gut, das war's hier drin. Allem Anschein nach. Keine Gegner. Nur viel Lava. So, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen kurz um. Ob wir irgendwas vergessen haben. Hier hinten, ja, war nichts mehr. Autsch. Jo, gut gemacht. Habe ich mal wieder voll den Feuerball erwischt. So. Heilen wir uns wieder hoch ein bisschen. Was war hier? Ei, was? Hier war nichts. Oder hier war was, aber wir haben schon geholt. Wahrscheinlich eher so. So, sollen wir uns mal das Herz anschauen. Da war die eine Spinne. Hier oben sind wir hergekommen. Ja gut, dann schauen wir uns halt mal das Herz an. Los, Spinne, zeig dich und kämpfe auf 3. 1, 2, 3. Warte ab, kleines Mädchen, für dich ist es vorbei. Bosskampf incoming. Ja, plus... zwei von den kleinen. So. Also wir haben ja beim letzten Mal gesehen, dass Finns Zauber irgendwie nicht allzu stark gegen die Spinnen sind. Wir probieren es jetzt nochmal. Aber ich habe irgendwie nicht so viele Hoffnungen. So. Hieb auf alle. Dauert sehr lange. Hm. Sternlicht alle dauert auch sehr lange. Na, wir probieren es mal mit dem Hieb. So, Finn. Hm. Wir können noch einen Monsun, das dauert aber auch wieder sehr lange. Das ist nicht gerade die ideale Kombination, wie mir gerade auffällt. Ja. Oh, Mist. Was hat sie gemacht? Okay, den haben wir mal unterbrochen. Gib ihn. Aura. Die große Spinne wurde irgendwie nicht so stark davon beeindruckt. Aua. Das ist eine Menge Schaden, die da reinkommt. Der da reinkommt. So.
Ja, wir müssen irgendwas probieren. Wenn es jetzt sagt. Gut, er geht auf Aurora. Ups. So. Ich glaube, ich werde Sternlicht auf alle machen. Und sie nachher einfach austauschen. Wir haben momentan irgendwie. Na komm. Die Bienen. Okay, das beeindruckt die größere Spinne mehr und die kleine eher weniger. Hey! Nein! Ah, Mist. Okay, Aurora ist tot. Mist. Und Finn ist gelähmt, wie mir scheint. Und wird jetzt wahrscheinlich auch getötet. Er lebt noch. Ja, jetzt nicht mehr. Okay. Gut. Ja, das scheint ein bisschen ein kniffliger Gegner zu sein. Aber den werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich hoffe, den packen wir dann. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Wenn es euch gefällt, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Northgate.